Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge I am Setsuna. Ja, wir haben in der letzten Folge das Dorf mitgerettet und jetzt sind wir auf dem Weg mit Setsuna in den Wald, wo wir sie auch das erste Mal getroffen haben unter sehr seltsamen Umständen. Ich mag die Musik total. So, und diesmal sind wir ja zu zweit. Beim letzten Mal habe ich mich ja erfolgreich hier um jedes Monster, um jeden Kampf gedrückt. Aber jetzt werden wir mal ein bisschen aufleveln, denke ich. Oh, wir dürfen die andere gar nicht steuern? Oder... Das ist ja ein bisschen doof, dass wir Setsuna anscheinend nicht steuern können. So, das sollte doch aber... Ja, geschafft. So, Majestic Quest. Keine Ahnung, was wir mit dem ganzen Zeug sollen, aber das werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Und hier ist eine Kiste, die verschlossen ist. Verdammt. Das heißt aber doch, wir kommen hier auf jeden Fall nochmal her und können die Kiste irgendwann öffnen, oder? Und können wir eigentlich, oft bei solchen Spielen kann man ja auch die Schachs einmal umdrehen. Party. Gucken wir mal, ob... Nee, anscheinend geht das nicht. Schade. Aber anscheinend können wir auch eigentlich zu dritt sein. Dann kriegen wir wohl die andere auch noch. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Nee, können wir leider nicht ändern. Schade. Ich hätte gerne Setsuna nach vorne gestellt. Ja, schade. Ich dachte, wir erwischen ihn von hinten. Leider nicht. Ja, die Pinguine sind ja echt einfach. Ah, doch. Jetzt haben wir sie, glaube ich, doch selber ausgewählt. Die Attacke. Komisch, vorhin nicht. So, war's das? Ja. Easy. Ich frage mich, ob wir den Großen nochmal finden. Letztes Mal, als wir hier waren, haben wir ja so ein Riesenviech gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so ein Wal... Ah, da ist er. Na, wollen wir es? Ja, komm. Wir riskieren's. Das schaffen wir garantiert. Da nehmen wir auch gleich mal die Technik. Ich weiß gar nicht, ob die so... 30. Ich glaube, es bringt auch nicht mehr als die anderen. Das hat 20 gebracht. Müssen wir jetzt mal gucken, was die normale Attacke, weil ich glaube, ja, 25, also auch nicht so viel mehr das andere. Huch, macht die das jetzt selber? Ich weiß es nicht. Wo wähle ich denn das aus, was sie da gerade hatte? Ich weiß es nicht. Das ist ja blöd. Die sind anscheinend schon zweimal mit irgendwelchen Special-Sachen aufgeladen, aber ich weiß gar nicht, wie ich die benutzen soll. Warte mal. Ich will die jetzt auch nicht für irgendeinen Viech verschwenden. Hey, haben wir die von hinten erwischt? Guck mal, die haben beide jetzt einmal nur noch aufgeladene Punkte. Aber wie benutzt man das? Hier kann ich nichts machen. Ich kann nur Attacke drücken. Keine Ahnung, wie wir denn dieses Special-Ding machen. Da muss ich mich mal mit auseinandersetzen bei Zeiten. Vielleicht machen die das auch automatisch. Ich habe gerade nicht hingeguckt, ob sie vielleicht sogar irgendwas gemacht hatte. Kann sogar auch sein. Auf jeden Fall ist da unten ja zwei Kugeln aufgeladen und das, also diese großen blauen Kreise da. Muss ich mal genauer beobachten, was da passiert. Ich weiß, dass es in einer der vorigen Folgen auch erklärt wurde in einem Tutorial, aber ja, ich wollte ja nicht alles durchlesen, damit es für euch nicht so lange dauert. Aber vielleicht sollte ich mir da doch nochmal die Folge angucken, was da genau stand. Warte mal, geht es da unten auch weiter? Ich finde es gut bei dem Spiel, dass man tatsächlich die Gegner sieht und nicht, ja, wie normalerweise bei Final Fantasy. Ja, ich... Entschuldigung, dass ich das die ganze Zeit mit Final Fantasy Spielen vergleiche, aber es ist immer von Square Enix und das hat halt einfach diesen Touch. Ist natürlich kein Final Fantasy Teil. Ja, jedenfalls finde ich es gut, dass die Monster nicht einfach so kommen. Ich denke mal, hier auf der World Map wahrscheinlich schon. Würde mich wundern, wenn jetzt hier gar keine Monster kommen würden. Kann man eigentlich hier auch irgendwo hin? Na, sieht nicht so aus. Glaube ich zumindest. Bei so einem World Maps muss man ja meist aufpassen, dass doch irgendwo was versteckt ist, was man nicht so auf den ersten Moment sieht. Das ist dann immer so gemein. So, und wir sind da. Wir haben sie erfolgreich hierher begleitet. Danke dir. Ich bin so froh, dass du mitgekommen bist, Andy. Das hat überhaupt nicht lange... Das wird nicht lange dauern. Also bitte warte kurz hier. Ich bin das Opfer. Ich wurde ausgewählt, um den Moment. I was chosen to give my life in the last lands. Ich wurde ausgewählt, um mein Leben in den
Lastlands zu geben. Even if you do not kill me, my life will end soon enough. Wenn du mich nicht tötest, wird mein Leben... Also, egal ob du mich tötest oder nicht, mein Leben wird sowieso bald enden. Das ist der Rückblick von unserem ersten Treffen. Wenn meine Reise zu Ende ist, werde ich mein Leben geben. Er wird mein Leben auch zu Ende sein. Ja, an dieses Gespräch kann ich mich noch gut erinnern. Sag mir, Andir. How long do you plan on staying in this line of work? Wie lange planst du, diese Arbeit weiter durchzuführen? Also wahrscheinlich unser Attentäter-Dasein. Oder Söldner-Dasein. Andir? Startle? Sorry to startle you. Ich weiß nicht, was startle heißt. Tut mir leid. Wahrscheinlich sowas wie, Entschuldigung, dass ich dich geärgert habe oder so in der Art. Oder damit gestört habe. I've been standing right here. And you didn't notice at all. Oh, wir haben anscheinend selber gerade ein bisschen geträumt. Ich stand genau hier und du hast nicht reagiert. Bist du fertig damit, über irgendwas nachzudenken? Mein Gebet ist fertig jetzt. Danke, dass du mit dabei warst. Okay. Lass uns jetzt zurückgehen. Wir sind nur hergekommen, damit sie gebetet hat. Oh, das habe ich schon wieder vergessen. Können wir hier auch beten oder so? Nee, können wir nicht. Ich hätte gedacht, dass wir hier vielleicht... Das sieht so prädestiniert dafür aus, dass man hier irgend so eine Fähigkeit oder sowas bekommt. Scheiße, die Bauarbeiten sind wieder da. Und ich wette, dass man das durchs Mikro hört. Moment, ich werde mal kurz das Fenster schließen, sonst wird das hier ein bisschen nervig. So, und schon bin ich wieder da. Ja, seit einem Monat habe ich hier doofe Bauarbeiten. Genau vorm Fenster haben die ganze Straße aufgerissen. Es ist sehr, sehr schön. Vor allem, wenn man jetzt playen will, dann muss man bei der Wärme immer das Fenster zumachen. Ja, na gut. Andir? Es fühlt sich an, als würde ich auf den Tag warten. Als hätte ich auf den Tag gewartet. An dem Tag, an dem wir uns trafen. Ich weiß nicht warum. Aber aus irgendeinem Grund ist das das Gefühl, das ich einfach habe. Deshalb bin ich einfach glücklich, dich getroffen zu haben. Okay, ich glaube, wir haben hier gerade ein Mädchen aufgerissen. Nein, natürlich nicht. Wir werden ganz behutsam mit Setsuna umgehen. So, und ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur... Warte mal, wir können sogar mal speichern. Vielleicht sollten wir das tun. Ich habe irgendwie so das fiese Gefühl, dass hier gleich irgendwas unser schönes Beisammensein stören wird. Das wird doch hier nicht alles so glatt laufen, oder? Ich wäre verwundert, wenn es das täte. Ich würde da gerne rein, ja. Ich frage mich, die Monster sind jetzt wahrscheinlich wieder alle da. Nehme ich an. Aber wir haben ja hier die coole Abkürzung, die wir ja gerade entdeckt haben. Hui. Ha. Klappt tatsächlich. Ja, und die Monster sind auch wieder da. Das heißt aber auch, die verändern sich nicht. Also Svairos haben wir auch an gleicher Stelle wieder gesehen. Okay. Das können wir uns also merken. In so einem Gebieten sind die Monster anscheinend immer gleich. Oh, wir sind immer noch verletzt. Sehe ich gerade. Huch, was war das da gerade oben? Zu spät gesehen. Aber bis jetzt ist es alles recht easy. Ich will diese Truhe aufmachen. Ich habe Angst, dass wir die später nicht mehr wiederfinden. Aber wir scheinen wirklich nichts zu haben dafür. Verdammt. So, dann gehen wir mal zurück in die Stadt. Ich weiß gar nicht, ob man hier noch irgendwas entdecken könnte. Hm. Wir gucken mal so ein bisschen hier rum. Aber sie, kann ich auch rennen irgendwie? Nee. Hm, rennen können wir anscheinend gar nicht. Ich würde gerne mal hier gucken. Das sieht irgendwie so aus, als wäre hier was. Nein. Schade. Hätte sein können, das ist eine versteckte Geheimsee. Hm, bin ja ein bisschen enttäuscht. Also eigentlich ist man ja von so einen Maps gewohnt, dass man doch irgendwo noch so ein Geheimnis entdeckt. Aber gerade finde ich keins. Nee. Schade. Dann gehen wir zurück. Ich glaube auch nicht, dass wir noch lange auf dieser Insel bleiben werden. Ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich mit Setsuna bald herumreisen werden. Gut. Ich muss mich jetzt fertig machen für die Abreise. Also, ich gehe dann jetzt. Danke für alles, Andir. So viel haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Wir haben sie nur begleitet. Hm. Ich bin wirklich froh, dass ich dich getroffen habe.
Ach ja. Oh, Setsuna hat die Party verlassen. Wir sind wieder alleine unterwegs. Ich mag den Schneemann hier total. Ich hätte gern ein Poster von denen in Lebensgröße. Wo war... Round 8 Man. Where have you been? Slipped out of the village, did you? Wo warst du? Bist du aus der Stadt geflohen? Na gut, ist auch egal. Selbst wenn da irgendwas ist... Anything you want to do before leaving here, you should do it. Wenn du irgendwas tun willst, bevor du gehst, dann tu's. Was? Was? Okay. Eterna suddenly came here one day and volunteered to join the Sacrifice Guard. Ach, Eterna hieß die andere genau. Die kam irgendwann einfach und hat sich als Guard angeschlossen. Aber behalt das für zwischen uns. Hm. Was? Perhaps she's still planning on declaring her love for me before they leave. Ja, ich glaube auch, dass Eterna zu dir kommen wird und dir ihre Liebe gestehen wird. Ganz sicher. Man muss ja noch Träume haben. Oh, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Na gut. Kann ich mit dir reden? So, Setsunas Losreisezeremonie wird beginnen. Back when her mother Mana set... Ach, ihre Mutter heißt Mana, okay. Set off, I never dreamed this day would come. Ich nie gedacht, dass dieser Tag eines Tages kommen wird. Sollten wir jetzt mit Setsuna reden? Ich habe ein bisschen Angst, dass das Spiel dann gleich weitergeht. Also, dass wir irgendwas verpassen. Danke für alles, Endia. Ich muss mich jetzt fertig machen. Okay, also nicht. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir einfach schlafen gehen oder so? Die Abreise wird ja wahrscheinlich am nächsten Tag sein, denke ich mal. Ach, haben wir das hier schon mal gesehen? Hä? Stand das hier... Nee, das stand hier vorher gar nicht. Hier war doch das große Monster. Cool, haben die einfach mal so einen Zeremonieschrein anscheinend aufgebaut. Ich denke mal, das ist für die Abreise. Hm. Willst du der Garde des Opfers beitreten? Es ist bestimmt gut, wenn ein starker Mann wie du beitritt. Oder so. So, was haben wir hier noch? Ah, du bist... Ach stimmt, wir sollten ja dem sagen, ob wir wollen oder nicht. So, hast du dich entschieden, ob du der Garde beitreten möchtest? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen sollen. Aber ich glaube, so viel mehr werden wir im Dorf wahrscheinlich nicht mehr sehen, oder? Hm. Komm, wir sagen jetzt einfach mal ja. Ich freue mich wirklich. That's having you along shall be a tremendous comfort. Also es ist toll, dich dabei zu haben, garantiert. As luck would have it, the departure ceremony is just about to begin. How fortunate you were in time. Ja, wir sind genau richtig gekommen, weil jetzt auch die Abreise beginnt. Was? Ach, jetzt sofort, oder was? Oh, okay. Sie beginnt jetzt. Ich dachte, die warten noch bis zum nächsten Tag und man muss noch mal schlafen gehen oder so. Pass auf dich auf, Setsuna. Du bist der ganze Stolz unseres Dorfes. Dankeschön. It seems odd to be wishing a sacrifice the best of luck. Es ist merkwürdig, dem Opfer das Beste an Glück zu wünschen. Aber ich werde für dich beten. Dankeschön. Pass auf dich auf, okay? Es tut mir leid, wenn ich die Sachen jetzt nicht genau eins zu eins vorlese, aber ich glaube, der Grundsinn ist doch verständlich. Also es ist egal, wenn da mal ein bisschen was daneben geht. Okay, ich glaube, es ist die letzte Chance, dir mitzuteilen, dass ich bin in dich verliebt. Heißt doch, glaube ich, Crush on you, oder? Ich hätte nie gedacht, dass ich dir das erzähle. Warte mal. I never thought I end up telling you like this. Ja. Danke. I don't really know how to put this, but I hope you find happiness for the both of us. Ja, sie hofft, er findet sein Glück. Ich werde dich niemals vergessen. Ich glaube, Setsuna erwidert, Moment mal.
der Typ, der uns gerade das gesagt hat, sieht genauso aus wie der Typ, der über ihm steht. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen strange. Eigentlich alle sehen ja verschieden aus, nur die beiden. Sind das Zwillinge? Okay. Yurelia, du bist eine wirklich wundervolle junge Lady, Setsuna. Wenn ich nur ein bisschen jünger wäre, würde ich dich begleiten. Sicher. Bitte, guck nach Papa für mich, okay? Überlass das ruhig mir. Konzentrier dich darauf, deine Pflicht zu erfüllen. Und mach dir keine Sorgen über irgendwas anderes. Hier, nimm das bitte mit dir. Setsuna erhält Mother's Keepsake. Okay. Was ist das? Es wird dich beschützen. Bitte trag es immer. Dankeschön, Papa. Okay. Die Abreisezeremonie ist vorbei. So it's finally time for you to be on your way. Es ist Zeit für dich loszugehen. Zuerst wirst du mit dem Schiff nach zum Hauptland segeln. Nach Flonea Citadel. Okay, so town is a key transport point. Was ist das? Ein Schlüsseltransportpunkt? Also wahrscheinlich, wovon man dann überall anders hinkommt. And there's no shortage of goods and information to be found. From there you will be able to decide the most appropriate route for your journey. Okay, da müssen wir entscheiden, wo wir dann hinwollen. Ich gebe dir eine kleine Portion Gold. Ah, schön, wir kriegen Geld. Please, ja, bitte nutze es für deine Reisevorbereitungen. Wow, 5000 G. Okay. Bitte, sei vorsichtig. Wahrscheinlich können wir mit 5000 G gerade mal einen kleinen Trank oder sowas kaufen. Andy. Also, kommst du mit mir? Dankeschön. Unser Schiff wartet am Hafen. Kommt, lass uns losgehen. Okay, Setsuna ist unserer Party gejoint und Aterna auch. Ich mag Aterna total, die ist so wunderschön designt. Also ihr Outfit ist so voll schön. Ist sehr schön, Entschuldigung. Das klang jetzt ein bisschen komisch. Was kann ich denn da unten machen? Guck mal, da unten ist doch irgendwie... Aber da komme ich nicht hin, warum nicht? Das sieht so aus, als könnte man da hin und was auswählen. Geht aber nicht. Schade. Wow. Ernsthaft? Wir laufen jetzt immer zu dritt über die Karte. Das ist ein bisschen seltsam. Andy, Aterna, bitte passt auf meine Tochter Setsuna auf. Naja, sie wird doch sowieso... Guck mal, den Opa gibt es auch zweimal. Okay. Und die Frau auch. Hier, die... Da steht es auch nochmal, oder? Würde es seltsam klingen, wenn ich sage, passt auf euch auf? Ich möchte einfach nicht Goodbye sagen. Passt auf euch auf, klingt besser. Also, passt auf euch auf. Finde ich auch. Wo sie recht hat. Mein Papa beschützt alle auf seiner Patrouille am Eingang. Wenn ich groß und stark bin, werde ich auch die Stadt beschützen, so wie mein Vater. Okay, ich habe gehört, das Hauptland ist voll von Monstern, die sehr stark sind. Stärker, als man sich's vorstellen kann. Bitte passt auf eure Reise auf. Es wird nicht leicht werden. Okay, ja, das habe ich schon erwartet. Ah, so rein und nobel. Ja, sie ist wie ein... Sie ist das genaue Ebenbild ihrer Mutter Mana. Ich bin sicher, Mana wacht über sie. Die Hoffnung aller Leute ruht auf Setsuna. Bitte, pass auf sie auf. Oh, verdammtes Schicksal. To whom should I give this love of mine? If only someone else in the village had greater magical energy than Setsuna. Hat er nicht aber vorhin noch gesagt, er ist in Aterna verknallt? Irgendwie ist er hier in alle verknallt, habe ich so das Gefühl. Oder ist es der andere? Okay, then she wouldn't have to leave. She could have lived out a happy life here in the village with me. Ja, so ist es aber nicht. Warum redest du mit mir und verschwendest Zeit? Vergiss mich. Mach dir Gedanken über dich selber. Jetzt lass mich in Ruhe. Mann, die ist ganz schön... Das ist die vom Brunnen, ne? Die hat doch vorhin schon so komisch gesprochen.
Vielleicht werde ich auch eines Tages als Opfer ausgewählt. Denkst du, mein Papa... Was, do you think my daddy would be pleased? Denkst du, mein Papa wäre froh, wenn ich ausgewählt werden würde? Ich glaube nicht. Obwohl, wer weiß, vielleicht ist sie nicht so ein braves Mädchen. Okay, sieht so aus, als was drinking to the night with Ration later. Ui, die wollen sich jetzt schön einen auf die hinter die Binde kippen, wenn Setsuna weg ist, er und der Papa. So, und das heißt, unsere Reise beginnt jetzt und diese Folge endet erstmal. Ja, und in der nächsten Folge werden wir dann zum Hafen gehen und schauen, wo uns unsere Reise hinführt. Also dann, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da und bis zum nächsten Mal.